Robs Frau beschließt, ihm einen Streich zu spielen und ändert ein 6-stelliges Passwort für den Safe. Sie hinterlässt einen Hinweis, damit Rob den Code knacken kann. Können Sie ihm helfen? Schauen Sie sich den Hinweis genauer an. Es gibt ein Alphabet mit 4 markierten Buchstaben. Wir wissen aber, dass das Passwort aus 6 Zahlen besteht. Um den Code zu knacken, müssen wir die Position der einzelnen Buchstaben im Alphabet zählen. A bedeutet 6, E, 5, J, 5 und M, 13. Der endgültige Code lautet also 151.000 Dr. Aizen. Tilda kocht einen Liebestrank. Sie hat ein Rezept in einem alten Zauberbuch gefunden, aber leider sind die letzten 3 Zutaten verschlüsselt. Hier ist ein Tipp, um die erste zu knacken. Ich kann manchmal ein Stock sein, aber ich stamme nicht von einem Baum. Ich kann auf deinen Toast gestrichen werden. Ich bin ein Produkt, das aus Milch besteht. Irgendeine Idee, was das sein könnte? Butter. Oder wie man in Brooklyn sagt, Butter. Hier ist ein Hinweis auf die 2. Zutat. Ich kann klein sein. Ich kann riesig sein. Und ich bin sehr schwer zu fassen. Schnitze mich aus, stelle eine Kerze hinein und zünde sie mit einem Streichholz an. Was ist das? Es ist ein Kürbis. Das habe sogar ich verstanden. Und nun wollen wir versuchen, die letzte Zutat zu entschlüsseln. Dieses Ding kommt als kleines Korn, aber es ist weder Reis noch Sand. Es wird oft beim Kochen verwendet, damit das Essen nicht fad schmeckt. Was könnte das sein? Die letzte Zutat für Tildas Liebestrank ist Natriumchlorid. Ups, ich meine Salz. Lilly erhält eine Einladung zu einer Hochzeitsfeier. Sie kommt mit und sieht sofort drei merkwürdige Dinge. Kannst du sie auch erkennen? Schauen Sie sich die Braut genauer an. Unter ihrem Rock versteckt sich ein Zombie. Außerdem ist der Planet Erde am Himmel zu sehen statt des Mondes. Und die Uhr dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Nun, das ist alles verpfuscht. Molly entspannt sich nach einem langen Arbeitstag in ihrem Badezimmer. Aber können Sie hier etwas Seltsames erkennen? Sie benutzt einen Burger statt eines normalen Schwamms. Willst du Pommes dazu? In der Stadt findet ein Hundewettbewerb statt. Ein Golden Retriever namens Toby gewinnt Gold. Doch nach dem Wettbewerb findet ein Hausmeister Toby bewusstlos hinter der Bühne liegen. Detektivin Tina trifft nach 15 Minuten am Tatort ein. Sie stellt den Verdächtigen nur eine einzige Frage. Was haben Sie in den letzten 15 Minuten gemacht? Harry, der Besitzer des rivalisierenden Golden Retrievers, sagt, ich habe meinen Hund gebürstet. Ich wollte, dass er bei dem Wettbewerb wie ein Diamant glänzt. Sandra, die örtliche Fotografin, sagt, ich habe Fotos von den Hunden und ihren Besitzern gemacht. Mr. Green, der Richter, sagt, ich habe mit den Reportern gesprochen. Und der Hausmeister Frank sagt, ich habe Toby gefunden und sofort den Notruf gewählt. Dann habe ich ihn einfach bei seinem Besitzer gelassen und bin die Toiletten putzen gegangen. Wer lügt hier? Harry, warum sollte er die Haare seines Hundes präparieren müssen? Der Wettbewerb ist vorbei. Lisa bricht sich einen Nagel ab und geht in einen Schönheitssalon, um ihn zu reparieren. Dort trifft sie auf 3 Maniküristen. Einer von ihnen ist ein Hochstapler. Können Sie erraten, wer? Die 3. Dame. Sie benutzt einen Teelöffel anstelle der üblichen Manikürwerkzeuge. Ein ganz normaler Tag im Büro. Aber warten Sie einen Moment. Kannst du etwas Seltsames sehen?
Die Lampe hat kein Stromkabel. Was ist mit diesem Bild? Irgendetwas Seltsames? Dieser Geschäftsmann hält den Pinsel eines Künstlers in der Hand. Kyle ist Polizist. Nach der Arbeit betritt er den örtlichen öffentlichen Waschsalon. Dort sieht er eine weinende Frau. Sie schreit: "Officer, bitte helfen Sie mir! Jemand hat meine Kleider gestohlen. Es war mein Lieblingsanzug." Kyle verhört drei Verdächtige unter den Kunden. Lisa sagt: "Ich habe die letzten 30 Minuten hier verbracht, aber ich schaue immer Filme auf meinem Tablet, während ich warte. Also habe ich mich nicht umgeschaut." Ryan sagt: "Ich bin nur hier, um meine Bettlaken zu waschen. Du kannst meine Taschen überprüfen, wenn du mir nicht glaubst." Und schließlich sagt Nina: "Ich hatte ein Videotelefonat mit meinem Freund, während ich darauf wartete, dass meine Wäsche trocknet. Ich hatte keine Gelegenheit, mich umzusehen. Wer lügt hier?" Lisa: "Schauen Sie genauer hin. Ihr Tablet ist kaputt und ausgeschaltet, also kann sie keinen Film gesehen haben." "Kannst du auf diesem Bild irgendwelche Geister erkennen?" "Hier drüben." "Was ist mit dieser Gegend? Kannst du irgendwelche Geister entdecken?" "Hallo." Peter ist ein berühmter Reiseblogger. Er erhält eine Einladung zum berühmtesten Geheimstrand der Welt. Aber die Karte hat eine Wendung. Kannst du Peter helfen, die richtige Route zu wählen? "Nur keine Erkältung einfangen, also entscheidest du dich, deine Sachen in deiner Wohnung zu wechseln. Doch plötzlich schreit draußen wieder jemand nach Hilfe. Du rennst aus deiner Wohnung und vergisst abzuschließen. Eine Frau wurde auf der Straße überfallen. Sie steht direkt neben der Straße. In der Ferne erkennst du, wie jemand mit Vollgas abzischt. Die Frau sagt, das sei ihr neues Auto gewesen. Du steigst in dein Auto und nimmst die Verfolgung auf. Der Verdächtige steigt aus seinem Wagen und rennt auf ein verlassenes Haus zu. Er klettert über den Zaun und flieht durch den Eingang. Du gehst ihm nach. In der Eingangshalle wirst du von 5 Zombies überrascht. Doch Zombies fahren keine Autos. Einer von ihnen ist der Dieb, der vorgibt, ein Zombie zu sein. Aber wer?" "Zombies schwitzen nicht. Doch ein Zombie ist in Schweiß gebadet. Das muss die Verdächtige sein, die vor dir abgehauen ist. Du schlenderst durch die Straßen. Auf einem Plakat siehst du, wie davor gewarnt wird, dass Echsenmenschen die EinwohnerInnen über den Tisch ziehen. Du hattest diesen Fall schon einmal untersucht, doch konntest die Reptilien nicht ausfindig machen. Jetzt musst du erstmal in den Park. Seit einigen Tagen jagt ein riesiger Werwolf den Leuten hier einen Schrecken ein. Du weißt, dass er eine Frau hat und sie ist die einzige, die ihn beruhigen und damit zurückverwandeln kann. Du triffst auf 3 Frauen. Jede von ihnen könnte die Frau des Werwolfs sein, nach der du suchst. Du bittest die richtige Frau, zu ihrem Mann zu gehen, doch keine rührt sich. Du musst also die Wahl selbst treffen." "Siehst du die Haare auf der Kleidung dieser Dame? Das ist Wolfspelz, also muss sie diejenige sein. Sie nähert sich dem Monster, umarmt es und der Werwolf verwandelt sich zurück in einen Menschen. Jetzt hast du Hunger. Du läufst an einer Pizzeria vorbei. Der Besitzer des Restaurants meint, dass jemand die Ersparnisse der letzten Wochen aus seinem Safe geklaut habe. Der Dieb trug Handschuhe und hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Die Überwachungskameras waren abgeschaltet. Du weißt, dass die Pizzeria im letzten Jahr schon einige ähnliche Fälle hatte. Jedes Mal zahlte die Versicherung dem Besitzer die volle gestohlene Summe. Und du bist dir sicher, dass er seine Versicherung wieder betrügen will. Schau dir sein Büro an und beweise, dass der Besitzer schuldig ist." "Schau mal dort in der Abzugshaube. Hinter dem Gitter erkennst du das gestohlene Geld, nach dem du gesucht hast. Vor dir liegt eine lange Nacht und du wirst schläfrig. Also gehst du für einen Kaffee in ein Café. Du gibst der Angestellten dein Geld und schnappst dir den Kaffeebecher.
Du nimmst einen Schluck und weißt sofort, dass die Angestellte in Gefahr ist. Aber woher? Helfen Sie mir, steht auf dem Becher, den sie dir gerade gegeben hat. Du bleibst also im Café und setzt dich an einen Tisch. Am anderen Ende des Raums fällt dir ein Mann in schwarzem Regenmantel und Kapuze auf. Das Mädchen am Tresen sieht ihn misstrauisch an. Du untersuchst den Besucher noch etwas genauer und bemerkst, dass er ein Vampir ist. Wie kommst du darauf? Es ist nachts, du kannst deine Spiegelung im Fenster sehen. Der Mann sitzt ebenfalls am Fenster, doch von ihm gibt es keine Reflexion. Er ist ein Vampir. Der Kaffee putscht dich ein bisschen auf. In Gedanken läufst du durch die Straße. Deshalb übersiehst du auch einen offenen Gully direkt vor dir. Du fällst hinein und findest dich in der dunklen Kanalisation wieder. Puh, zum Glück bist du nicht verletzt. Doch aus der Ferne hörst du seltsame Geräusche. Du machst deine Taschenlampe an und läufst langsam los. Bald gelangst du an einen Käfig mit einigen Menschen darin. Sie sagen, dass sie ein verrückter Wissenschaftler eingesperrt habe, um irre Experimente mit ihnen durchzuführen. Du musst sie befreien. Doch wo findest du den Schlüssel? Sieh dich vorsichtig im Labor um. Auf dem Regal in einem der Gläser gefüllt mit Chemikalien befindet sich ein Schlüssel. Du nimmst den Schlüssel heraus und bist gerade dabei, den Käfig zu öffnen, als der Wissenschaftler zurückkehrt. Er rät dir, das sein zu lassen. Diese Menschen im Käfig seien mutierte Echsen. Der Wissenschaftler gibt zu, dass er aus Versehen Krokodile in Menschen verwandelt habe. Doch er konnte sie gerade noch einfangen und steckte sie in den Käfig. Jetzt plant er, sie zurückzuverwandeln und gehen zu lassen. Doch die Gefangenen bestehen darauf, Menschen zu sein. Der Wissenschaftler sei ein Lügner. Wem glaubst du? Du entscheidest dich, den Käfig geschlossen zu halten. Neben dem Käfig kannst du Hautfetzen und Schuppen erkennen. Schlangen und andere Reptilien häuten sich. Du glaubst also dem Wissenschaftler und er verspricht dir, dass schon bald alles gut gehen wird. Du bist zurück auf der Straße. Hier ist es so schmutzig und unbehaglich wie in der Kanalisation. In der Nähe schlägt ein Blitz ein. Du hörst jemanden schreien und rennst sofort hin. Ein mehrstöckiges Gebäude steht in Flammen. Eine alte Dame schreit wie am Spieß. Sie hat ihre Katze in ihrer Wohnung gelassen. Die Feuerwehr wäre zu spät da, also musst du es selbst in die Hand nehmen. Über eine Feuerleiter gelangst du zum Obergeschoss. Hinter dir bricht sie zusammen, doch zum Glück kannst du noch ins Fenster springen. Nun bist du in der Wohnung der alten Dame. Mehrere Türen führen in verschiedene Räume. Allerdings hast du keine Zeit, jeden Raum abzusuchen. Das Feuer kommt immer näher. Wo ist die Katze? Diese Tür ist unten zerkratzt. Das sind Spuren von Krallen. Die Katze muss dort drin sein. Du öffnest die Tür und dir springt ein großer schwarzer Puma entgegen. Das Feuer hat sich überall ausgebreitet und durch den Haupteingang kommst du nicht mehr raus. Doch es gibt ein Fenster, das in den Hof führt und eine Feuerleiter. Welchen Weg wählst du? Die Feuerleiter ist doch schon eingestürzt, als du in die Wohnung gekommen bist. Hinter dem Fenster siehst du einen Baum. Die Rettung. Ein Laden in Berlin namens 5 Flaggen. Doch draußen hingen 6 Flaggen. Er hätte den Fehler leicht korrigieren können, aber tat es nicht. Warum nicht? Anfangs ist ihm der Fehler auch aufgefallen. Doch Herr Reiter bemerkte, dass viele Menschen in seinen Laden kamen, um ihn über den Fehler aufzuklären. Das hat gleichzeitig auch seinen Umsatz gesteigert. Ein weiser König hatte die Nase voll vom Regieren, also entschied er sich, jemanden zu suchen, der seinen Thron übernehmen könnte. Dafür bereitete er einen Wettkampf vor. Es könne nur einen Sieger geben. Die Aufgabe, eine Gurke in ein Glas stecken, ohne sie zu schneiden oder die Flasche zu beschädigen. Die Teilnehmer hatten eine Woche Zeit. Die Herausforderung war schwierig, deshalb haben auch nur 5 Leute teilgenommen. Wie hat der Sieger eine Gurke in die Flasche bekommen?
steckte eine Babygurke, die noch an ihrem Stamm war, in das Glas. Gurken wachsen ziemlich schnell und eine Woche reichte aus, um den Wettkampf zu gewinnen. Wenn es um Mitternacht regnet, kannst du davon ausgehen, dass es in 72 Stunden wieder sonnig sein wird? Nee, in 72 Stunden ist wieder Nacht. Du hast eine volle Badewanne und einen Löffel, eine Tasse und einen Eimer. Womit solltest du die Badewanne leeren? Zieh doch einfach den Stöpsel. Alice steht kurz vor ihrem Matheabschluss auf der Uni. Ihre Mitbewohner wollten ihr helfen. Alice bekam 3 Umschläge mit Nachrichten drauf. In einen der Umschläge haben sie die Prüfungsantworten gesteckt. Doch nur einer der Umschläge sagt auch die Wahrheit. Alice durfte die Umschläge vorher nicht öffnen und musste sich für einen entscheiden. Auf dem ersten stand, in mir sind keine Prüfungsantworten. Auf dem zweiten stand, in mir sind die Prüfungsantworten. Und auf dem dritten stand, die Prüfungsantworten sind nicht im zweiten Umschlag. Für welchen Umschlag sollte sich Alice entscheiden? Für den dritten. Wenn nur ein Umschlag die Wahrheit sagt, müssen die Antworten im ersten Umschlag sein. Johanna und Joshua waren in ihren Flitterwochen in Frankreich. Am ersten Tag machten sie eine Stadttour in Paris und ließen ihr Zeug im Hotel. Als sie zurückkamen, stand jemand vor der Tür und wollte in ihr Zimmer eindringen. Das Paar hat sofort die Rezeption gerufen. Doch der Mann behauptete, Johanna und Joshua schulden ihm Geld für die Stadttour, die sie in den letzten 4 Tagen gemacht haben. Die Empfangsdame wusste, dass der Mann gelogen hatte. Aber wie? Das Paar war erst seit einem Tag eingecheckt. Ralf und Anna waren im Urlaub. An einem Tag sagte Anna ihrem Freund, dass es ihr nicht gut gehe und sie deshalb nicht zum Strand mitgehen könne. Als Ralf zurück ins Zimmer kam, um sein Telefon zu holen, war Anna verschwunden. Er fand sie am Pool und fragte, ob sie alleine sei. Sie nickte, doch Ralf wusste, dass sie log. Wie das? Auf dem Tisch standen 2 Limos und 2 Teller Früchte. Das war wohl der letzte Urlaub für Ralf und Anna. Gregor war auf Tour, um für seinen Blog einige Bilder in der Natur zu schießen. Als er durch den Wald wanderte, fiel er in eine tiefe Grube. Vergebens versuchte er rauszuklettern. Als er sich an einem Stein festhalten wollte, gab er nach und Wasser strömte in die Grube. Und zwar schnell. Gregor fiel ein unaufgepumpter Ball, ein leeres Fass und ein Stück Holz auf. Was sollte er nutzen, um aus der Grube zu gelangen? Der unaufgepumpte Ball ist zu klein und beschädigt. Das Holzbrett wird sein Gewicht nicht halten können. Die beste Option wäre also das Fass. Es wird Gregor über Wasser halten. Paul und Pauline gingen in die Flitterwochen und baten ihre Nachbarin, auf ihr Haus aufzupassen. Als sie zurückkehrten, bemerkte die Frau, dass ihr gesamter Schmuck wegen eines Stromausfalls abhanden gekommen war. Sie hatte ihn an einem sicheren Ort untergebracht. Das Haus wurde nicht ausgeraubt und der Nachbarin war auch zu trauen. Der Schmuck ist durch ein Missgeschick verschwunden. Aber was ist passiert? Pauline versteckte den Schmuck im Kühlschrank in einer Tüte zusammen mit gefrorenem Essen. Nach dem Stromausfall war das Essen schlecht. Also warf die liebenswerte Nachbarin das schlechte Essen zusammen mit dem Schmuck in den Müll. Im Garten steht ein Wasserfass. Du schaust rein und bist der Meinung, dass es mehr als halb voll ist. Doch dein Freund meint, dass es weniger als halb voll sei. Wie kriegt ihr raus, wer recht hat, ohne Messinstrumente zu nutzen oder Wasser aus dem Fass zu schütten? Kippt das Fass so, dass das Wasser den Rand berührt. Könnt ihr den Fassboden sehen, ist das Wasser weniger als halb voll. Wenn er noch mit Sie hat den Bewegungsmelder hinter der zweiten Tür ausgetrickst, indem sie zuerst ihren Schuh in den Raum geworfen hat. Das hat das schwere Gewicht ausgelöst und als es heruntergefallen war, konnte Maria fliehen.
ohne ihren Schuh. Du hast 5 Stifte. Der grüne, blaue und orangefarbene sind kurz, der rote und gelbe sind lang. Du musst sie in einer bestimmten Reihenfolge anordnen. Die langen nebeneinander, den grünen zwischen dem roten und dem orangenen. Die Stifte außen sollen verschieden lang sein. Der 4. Stift muss kurz sein. Die richtige Reihenfolge lautet Gelb, Rot, Grün, Orange, Blau. Du arbeitest in einem Supermarkt und sollst 3 Kisten von leicht nach schwer anordnen. Du weißt, dass die gelbe Kiste schwerer ist als die schwarze. 2 schwarze Kisten wiegen das gleiche wie die gelbe und die pinkfarbene Kiste zusammen. Okay, das war einfach. Zuerst kommt die pinkfarbene Kiste, die ist die leichteste. Dann kommt die schwarze und zu guter Letzt die gelbe, die schwerste von allen. Aber ich muss schon sagen, du hast einen komischen Job. Kommissar Hart ist auf der Jagd nach einem Verbrecher. Leider weiß er nicht, wie der Gesuchte aussieht, da er immer Kapuze und große Sonnenbrille trägt. Allerdings weiß der Kommissar genau, dass er sich in einem der 3 Häuser in der Ahornstraße versteckt. Als Hart an die Tür des ersten Hauses klopft, öffnet ein Mann die Tür, der erklärt, allein zu wohnen. Außerdem sagt er, dass er mehrere Tage nicht das Haus verlassen hat. Er behauptet, er wüsste nichts von einem Verbrecher. Der Kommissar untersucht das Haus und weiß sofort, dass der Mann lügt. Woran hat er das erkannt? Hinter dem Sofa ist ein Regenschirm versteckt. Er ist nass und um ihn herum hat sich eine kleine Pfütze gebildet. Entweder ist der Mann der gesuchte Verbrecher oder er versucht, einen zu verstecken. Micha fährt mitten im Winter nach Hause nach Ingolstadt, als das Wetter umschlägt. Es wird eiskalt und schneit und Micha denkt sich, dass es sicherer wäre, sich ein Hotel zu nehmen, um den Schnee auszusitzen. Das Hotel ist ein wenig zwielichtig, aber da es nur für eine Nacht ist, hat Micha damit kein Problem. Als er am nächsten Morgen auscheckt und zu seinem Auto geht, merkt er, dass irgendetwas nicht stimmt und ruft die Polizei. Was ist das Problem? Das Auto ist mit Schnee bedeckt, was in Ordnung ist, da es die ganze Nacht geschneit hat, aber die Frontscheibe ist sauber, also muss jemand sein Auto gefahren haben. Simon holt sich im Café einen richtig schönen Muffin und stellt ihn auf seinen Büroschreibtisch, um ihn für später aufzuheben und in der Kaffeepause zu essen. Doch als er von einem Meeting zurückkommt, ist der Muffin weg. Es gibt nur 3 Personen, die ihn gegessen haben können und nur eine von ihnen sagt die Wahrheit. Jan behauptet, es war Anton. Anton sagt, er hat gar nichts gegessen. Thilo sagt ebenfalls, dass er nichts gegessen hat. Wer hat jetzt den Muffin gegessen? Es war Thilo. Nur eine Person sagt die Wahrheit und das ist Anton. Hätten Jan oder Thilo die Wahrheit gesagt, dann wären 2 Leute ehrlich gewesen, aber Simon weiß, dass nur einer der 3 nicht lügt. Ein Vampir zieht in eine große Stadt, wo niemand ihn kennt, um ein neues Leben zu beginnen. Allerdings kann er sich nicht helfen und beißt jede einzelne Nacht in die Einheimischen. Die Leute bekommen Angst und die Stadt engagiert einen Privatdetektiv, um das Problem zu lösen. Ein paar Tage später findet er 3 Verdächtige, die alle erst kürzlich hergezogen sind. Er besucht jeden von ihnen und ist sich danach sicher, dass er den berüchtigten Vampir gefunden hat. Wer ist es? Naja, der Mann links hat haufenweise Knoblauch in der Küche. Davor haben Vampire bekanntlich Angst. Der 2. Verdächtige hat viel Silberbesteck in der Küche und es stört ihn gar nicht, mit einer Silbergabel zu essen. Ein Vampir kann das nicht. Der Typ in dem Hoodie aber ist ein Vampir. Tja, sieht aus, als müsste jemand schon wieder umziehen.
Ein Mann geht in ein Haushaltswarengeschäft, um sich Dinge für seine neue Wohnung zu besorgen. Eins kostet 1 Euro. Nimmt er 13, muss er 2 Euro bezahlen und für 138 zahlt er 3 Euro. Was hat er gekauft? Dinge, die er brauchte, waren die Zahlen für seine Wohnungstür. Er wohnt in der Wohnung Nummer 138, also brauchte er 3 Zahlen für je 1 Euro. Eine Wissenschaftlerin erschafft einen Roboter namens Janosch, der genau wie ein Mensch aussieht. Eines Tages flieht Janosch aus dem Labor, weil er ein eigenes Leben beginnen möchte. Ach, vielleicht kann er ja mit dem Vampir zusammenziehen. Die Polizei fahndet sofort nach ihm, doch die Wissenschaftlerin hat kein Foto von Janosch. Ein Hinweis führt die Beamten schließlich zum Schwimmbad. Dort sind 4 Männer im Wasser und behaupten, sie ziehen dort bereits seit einer Stunde ihre Bahnen. Die Polizei bittet sie um etwas, um zu beweisen, dass sie keine Roboter sind. Und so findet Janosch sich sofort. Worum hat die Polizei gebeten? Die Beamten haben darum gebeten, ihre Hände zu sehen. Diejenigen mit schrumpeligen Fingern nach dem Schwimmen waren Menschen. Derjenige mit glatten Händen war der Roboter. Emma erklärt ihrem Chef, dass jemand den Bericht gestohlen hat, den sie für ein Meeting vorbereitet hat. Ein alter König hatte keine Erben für den Thron, aber er brauchte einen, also bat er die klügsten jungen Leute des Königreichs, sich im Palast zu versammeln. Er gab jedem von ihnen ein Ei. Dann sagte er, dass derjenige, der sich am besten um sein Ei kümmert und einen schönen Vogel heranziehen kann, der nächste König oder die nächste Königin sein würde. Ein halbes Jahr später kamen die jungen Leute mit wunderschönen Vögeln verschiedener Arten zurück. Nur ein Mädchen, Scarlett, kam mit leeren Händen zurück. Sie sagte, dass sie es nicht tun konnte. Überraschenderweise verkündete der König, dass sie die nächste Königin sein wird. Kannst du erklären, warum? Der König gab jedem einen einfachen Stein statt eines echten Eies. Das bedeutet, dass niemand einen Vogel züchten konnte. Alle haben geschummelt, außer Scarlett. Und der König erkannte, dass sie die einzige war, die eine gute und faire Königin abgeben würde. Ariana wollte etwas Taschengeld verdienen, also begann sie in einem Buchladen zu arbeiten. Am Ende ihres ersten Tages bemerkte sie, dass ein Buch der Kollektion fehlte. Es gab keine Aufzeichnungen darüber, dass es jemand gekauft hatte, also musste es gestohlen worden sein. Ariana war ein ehrliches Mädchen. Sie ging zum Manager und gab zu, dass sie den Diebstahl nicht bemerkt hatte. Aber der Manager lachte nur und sagte, dass nichts fehlen würde. Sieh dir das Bücherregal noch einmal an und versuche herauszufinden, warum. Die Sammlung hat nur 8 Bücher. Das 9. Buch ist eigentlich Buch Nummer 6, aber es steht verkehrt herum und an der falschen Stelle. Frau Müller hat 4 Töchter, Abby, Beth, Charlie und Danny. Sie sind identische Vierlinge. Einmal hat Frau Müller die Lehrerin der Mädchen gebeten, Abby nach der ersten Stunde gehen zu lassen. Sie hatte einen wichtigen Termin. Die Lehrerin konnte die Teenager nicht auseinanderhalten und die Mädchen wollten sich einen Spaß erlauben, also gaben sie ihr einen Hinweis. Erstens, Charlie ist irgendwo in der Mitte. Zweitens, Danny steht links von Beth und rechts von Abby. Drittens, Abby ist direkt neben Danny. Kannst du der Lehrerin helfen, alle Mädchen zu identifizieren und herauszufinden, wer Abby ist? Wir wissen also, dass Charlie irgendwo in der Mitte ist. Und da Danny jemanden auf beiden Seiten hat, ist sie auch irgendwo in der Mitte. Wenn Charlie die zweite ist, muss Danny die dritte sein. Und da Danny links von Beth ist, muss Beth die vierte sein und Abby die erste. Aber das kann nicht stimmen, denn Abby und Danny sollen ja nebeneinander stehen. Wenn wir stattdessen Charlie und Danny vertauschen, wird Danny direkt neben Abby stehen, aber immer noch links von Beth. Das bedeutet, die richtige Reihenfolge lautet Abby, Danny, Charlie und Beth. Abby ist das erste Mädchen.
Frau Jankes Freundin rief sie an und sagte, dass sie gerade einen ihrer Söhne auf einer Party gesehen hatte. Aber sie war sich nicht sicher, welcher es war. Frau Janke hat ihren Söhnen nie erlaubt, auf Partys zu gehen. Sie fragte die drei, ob einer von ihnen dort gewesen sei. Aber die Jungs leugneten, die Regeln gebrochen zu haben. Mark sagte, er hätte gelernt. John sagte, er hätte für seinen Klavierunterricht geübt. Und Ethan sagte, er hätte Computerspiele gespielt. Kannst du herausfinden, wer lügt? Ethan, er hat einen Lippenstiftabdruck auf seinem Kragen. Eine Firma stellte einen neuen Manager ein. Sie erforderten vollen Einsatz, also wollten sie nicht, dass diese Person eine Familie hat. Ben und Rob kamen zu dem Vorstellungsgespräch. Beide sagten, sie seien keine Väter und hätten auch nicht vor, welche zu werden. Rob hatte einen tadellosen Lebenslauf, aber die Firma hat sich für Ben entschieden, obwohl er nicht so gut war wie Rob. Warum? Vor dem Vorstellungsgespräch musste Ben seine Teenager-Tochter zu ihrem Ballettunterricht bringen. Danach brachte er versehentlich ihren rosa Ballettrucksack mit. Die Personalabteilung bemerkte es und erkannte, dass Ben eine Tochter hat. Im Juni hatten alle Schüler ihre letzte Matheprüfung. Der Professor sah sie an und erkannte sofort, dass einer von ihnen schummeln würde. Wer war es und wie hat der Mann es herausgefunden? Es muss dieses Mädchen sein. Es ist Juni und alle tragen T-Shirts und Shorts. Aber sie hat sich einen Pullover und hohe Stiefel angezogen. Sie muss etwas verbergen. Georg und Chris kochen das heutige Abendessen. Kannst du sehen, wer etwas falsch macht? Es ist Chris. Sieh mal, er benutzt aus Versehen Rattengift als Salatdressing anstelle von Öl. Ich denke, ich werde den Salat heute Abend besser auslassen. Leon und Oscar waren in einem Wald zelten. Plötzlich sahen sie einen Bären in der Nähe ihres Zeltes. Leon beschloss wegzulaufen, während Oscar erstarrte und stehen blieb. Wer ist in Gefahr? Leon, der Bär wird wahrscheinlich anfangen, ihn zu jagen und das Tier wird definitiv schneller sein. Solltest du dich jemals in einer solchen Situation befinden, ist es besser, einen kühlen Kopf zu bewahren. Bewege dich langsam rückwärts und halte dabei Augenkontakt mit dem Tier. Michelle und Emma genossen ihre Zeit draußen, als plötzlich ein Sturm aufzog. Michelle versteckte sich in ihrem Auto, das in der Mitte des Strandes stand, und Emma schwamm einfach weiter vom Ufer weg. Wer ist immer? Emma, sie sollte sofort aus dem Wasser und zu Michelle ins Auto gehen. Es ist gefährlich, während eines Gewitters im Wasser zu sein. Zwei Freunde, Tom und Jonas, gingen nach der Schule schwimmen. Sie fanden eine schöne Stelle und beschlossen, von der Klippe zu springen. Kannst du erkennen, wer in Gefahr ist? Tom. Er hätte den Grund gründlicher untersuchen sollen. Unter der Klippe, von der er gesprungen ist, befinden sich Felsen. Oh Junge. Camilla und Renate waren dabei, das Haus aufzuräumen. Irgendwann betraten beide Frauen die Schlafzimmer ihrer Teenagerkinder. Camilla bemerkte das Handy ihres Sohnes und beschloss es zu überprüfen. Und Renate fand das Tagebuch ihrer Tochter und öffnete es. Wer ist in Schwierigkeiten? Beide Mütter sollten nicht die persönlichen Dinge anderer Leute durchsuchen. Aber Camilla ist kurz davor, erwischt zu werden. Ihr Sohn betritt gerade das Zimmer. Elisabeth und Marlene kommen beide zu spät zur Arbeit. Sie überschreiten das Tempolimit. Wer ist dümmer? Elisabeth. Es liegen zu viele willkürliche Dinge in ihrem Auto herum. Im Falle eines Unfalls könnten sie sie treffen. Mike und David kamen zum Abschlussball und sahen richtig gut aus. Aber einer von ihnen hatte ein paar Probleme vor dem großen Abend. Kannst du erkennen, wer?
Der Helikopter setzt dich mitten in einem tropischen Dschungel ab. Du sollst beweisen, dass du in der Wildnis überleben kannst. Der Dschungel ist voll mit allen möglichen Bestien. Schreib dir deine Antworten auf, während es vorangeht. Am Ende kannst du so herausfinden, ob du hast, was nötig ist, um auch in der Realität zu überleben. Du stehst auf einer kleinen Lichtung vor einem dichten Dschungel. Du musst hindurch, um den ersten Checkpoint zu erreichen. Du hast lediglich eine Flasche Wasser, eine Schachtel Streichhölzer und ein Handy in einer wasserdichten Hülle. So wie du einen ersten Schritt machst, lässt ein lautes Knurren hinter dir dich erstarren. Du siehst einen großen Löwen und er ist nicht sehr froh, dich zu sehen. Wegrennen ist keine Option. Der Löwe ist schneller und außerdem ein hervorragender Kletterer. Er kommt näher. Was tust du? Die Arme heben, schreien und deine Wasserflasche nach dem Löwen werfen, die Flasche öffnen und den Löwen mit dem Wasser begießen, ihm den Rücken zudrehen und dich nicht bewegen. Du hast 7 Sekunden Zeit. Dreh einem Löwen niemals den Rücken zu. Das Biest weiß, dass es beim Menschen vorsichtig sein muss, also mach Lärm und wirf die Flasche nach ihm. Das sollte helfen. Doch falls der Löwe nicht verschwindet, solltest du dich langsam zurückziehen. Diesmal hat deine Flasche dir geholfen. Der Löwe rennt weg. Du hebst die Flasche auf und machst dich auf in den Dschungel. Du schlägst dir deinen Weg durchs Dickicht frei und siehst 2 Bärenjunge. Sie knurren niedlich und scheinen mit dir spielen zu wollen. Du glaubst, dass sie durstig sind, also öffnest du deine Flasche. Was tust du als nächstes? Ihnen etwas Wasser zu trinken geben, ein Foto mit den Bärchen schießen, weil sie so süß sind, so schnell wie möglich von hier verschwinden. Jede Sekunde zählt. Du solltest so schnell wie möglich von diesem Ort verschwinden. Wenn es hier Junge gibt, dann ist ihre Mutter nicht weit weg. Wenn sie dich neben ihren Jungen sieht, wird sie dich sofort angreifen. Im Rennen stolperst du über eine Wurzel und fällst. Scheinbar hast du es geschafft zu entkommen, aber warte. Etwas Großes kommt von rechts auf dich zu. Du drehst den Kopf und siehst einen riesigen Grizzlybären. Er knurrt und stellt sich auf die Hinterbeine. Was machst du jetzt? Aufstehen und schnell davonlaufen? Auf den nächsten Baum klettern und darauf warten, dass der Bär weggeht? Mich bewusstlos stellen und nicht bewegen? Der Bär kommt immer näher. Entscheide dich. Das Biest kommt einem zwar tollpatschig vor, aber es kann schnell rennen und ganz hervorragend auf Bäume klettern. Im Fall des Grizzlies solltest du dich hinlegen und stillhalten. Damit zeigst du, dass du keine Gefahr darstellst. Der Bär schnüffelt an dir und geht davon. Aber steh noch nicht auf. Er kann noch immer in der Nähe sein und dich beobachten, um sicherzustellen, dass du bewusstlos bist. Nach 10 Minuten öffnest du die Augen und hast das Gefühl, dass der Bär weg ist. Wir ignorieren hier jetzt mal die Tatsache, dass Bären nicht im Dschungel leben und setzen unser Abenteuer fort. Du gehst weiter durch den Dschungel voran und siehst einen Fluss vor dir. Doch bevor du ihn erreichst, hast du noch ein Problem mit einem Wolfsrudel zu lösen. Wölfe im Dschungel. Egal, sie betrachten dich als ihre Beute und umzingeln dich langsam. Wie handelst du? Du lässt sie dich umzingeln, drückst deinen Rücken gegen einen Baum und kletterst schnell hinauf. Du machst mit deinen Streichhölzern ein Feuer im Gras, das sollte die Wölfe verjagen, oder du schreist und spritzt Wasser in alle Richtungen. Wölfe haben Angst vor Feuer, aber du hast nicht genug Zeit, um eines zu machen. Lass sie dich auf keinen Fall umzingeln. Jeder Baum ist deine Rettung. Drücke zuerst deinen Rücken dagegen, dann klettere ihn schnell hinauf, bevor die Wölfe dich schnappen können. Die Nacht bricht herein. Du sitzt auf dem Baum, die Wölfe sind des Wartens auf dich müde und ziehen ab. Du kletterst herunter, machst ein Feuer, um dich aufzuwärmen und kochst etwas zu essen. Aber was gibt es eigentlich? Bären. Du hast reife violette und rote gefunden. Sie sehen köstlich aus und scheinen sehr saftig zu sein. Ameisen. Du bist über einen großen Ameisenhügel gestolpert.
Pilze. Wie Fliegenpilze sehen die nicht aus, also kannst du sie ruhig essen. Also, was steht denn heute auf der Speisekarte? Überraschenderweise sind Ameisen im Moment das Essbarste. Beeren und Pilze kannst du nicht essen, wenn du sie nicht kennst. Sie könnten giftig sein. Nach einer herzhaften Ameisenspeise wartest du auf das Morgengrauen und setzt deine Reise fort. Der Dschungel hört auf und du erreichst eine weite, grüne Lichtung mit einem See in der Nähe. Du schreitest vorsichtig durch das offene Gebiet und hörst plötzlich ein schnelles Rumpeln in der Ferne. Du siehst dich um und erspähst ein Wildschwein. Es rennt schnaubend und brüllend auf dich zu. Was tust du jetzt? Dem Schwein brüllend entgegenlaufen, das wird es verwirren. Dich auf den Boden legen und bewusstlos stellen, zurück in den Wald rennen und auf einen Baum klettern. Beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Du musst unbedingt auf den nächsten Baum klettern. Wildschweine fressen, was sie können. Du kletterst also auf einen Baum, aber das Wildschwein wartet am Boden auf dich. Eine Stunde vergeht, eine zweite, eine dritte. Das Wildschwein denkt nicht daran, abzuhauen. Glücklicherweise taucht plötzlich ein Bär auf. Er verscheucht das Wildschwein und bemerkt dich nicht. Du wartest, bis das Tier außer Sicht ist und kletterst wieder vom Baum herunter. Endlich kommst du an den See. Du musst hinüberschwimmen. Die gute Nachricht ist, dass du sehr gut schwimmen kannst. Die schlechte, dass sich ein Hai in diesem See befindet. Süßwasserhai? Wenn du deine Arme ausstreckst, kannst du ein Feuerzeug, ein kleines Taschenmesser und eine Dose Öl greifen. Was kannst du benutzen, um zu entkommen? Gieße das Öl auf die Seile, die dich unten halten. Es wirkt wie ein Schmiermittel und du kannst dich freischlingeln. Thomas hatte eine tolle Zeit beim Eisangeln. Er packte seine Ausrüstung zusammen und ging mit seinem Abendessen nach Hause. Auf halbem Weg zurück zum Auto bemerkte er, dass er von einem hungrigen Puma verfolgt wurde. Er begann, ihn zu jagen. Thomas war so nah an seinem Auto, aber der Puma holte auf. Was sollte er tun? Er sollte den Fisch zur Seite werfen, um den Puma abzulenken. Dann sollte er seine ganze Ausrüstung ablegen, denn diese bremst ihn nur aus. So hat er eine Chance, es zum Auto zu schaffen, bevor er zum Futter für den Puma wird. Du befindest dich in einem stockdunklen Raum. Das Zimmer ist riesig und es gibt viele Gänge und Korridore, die zu unbekannten Orten führen. Du musst den Weg nach draußen finden, bevor sich der Raum wie ein Ofen aufheizt. Du hast nur 2 Minuten Zeit. Du kannst einige Rohre an der Wand fühlen, aber sonst nichts. Wie kannst du dich retten? Wenn die Rohre anfangen, sich zu erhitzen, werden sie wahrscheinlich rot. Zu diesem Zeitpunkt wird es bereits sehr heiß sein, aber du hast gerade noch genug Zeit, um den Grundriss des Raumes zu erkunden und einen Fluchtweg zu finden. Angela beschloss, einen Spaziergang im Wald zu machen. Nach etwa einer Stunde stolpert sie und verschüttet ihr ganzes Wasser. Kein Problem, direkt vor ihr war ein kleiner See und ganz in der Nähe ein kleiner Bach und ein Kaktus. Was sollte sie wählen, um einen erfrischenden Schluck Wasser zu bekommen? Sie sollte den Bach wählen. Der See fließt nicht, das bedeutet, dass in ihm wahrscheinlich Bakterien leben. Und ein einzelner Kaktus wird nicht genug Wasser haben, um ihren Durst zu stillen. Auch wenn der Bach ziemlich klein ist, ist fließendes Wasser fast immer die sicherste Option. Was sind das denn für Dinger? Ah! Pfotenabdrücke! Das sind Bärenspuren, die in den Wald führen. Ein Wolfsabdruck, der aus dem Wald kommt. Und einige Elchabdrücke, die in Richtung eines Sees führen. Wo ist der beste Ort, wenn du nicht wirklich gefressen werden willst? Denk schnell nach. Der Bär, der in den Wald geht, hat wahrscheinlich den großen Hund verscheucht. Oh, du dachtest, das wären Wolfsspuren. Unwahrscheinlich. Wölfe reisen meist in Rudeln. Der Bär jagt wahrscheinlich den Elch, also werden sie beide am See enden. Das bedeutet, dass der Wald vorerst sicher ist.
Du steckst in einem Brunnen in einem kleinen Dorf fest und das Wasser steht dir schon bis zu den Knien. Es gibt ein Seil, das zur Öffnung des Brunnens führt, aber es ist definitiv nicht stark genug, um dich zu halten. Du schaust dich um und findest einen Eimer, einige Kleidungsstücke und ein Feuerzeug. Wie kannst du entkommen? Stecke die Kleidung in den Eimer, binde den Eimer an das Seil und zünde die Kleidung an. Ziehe dann den Eimer schnell hoch. Die Chancen stehen gut, dass in einem so kleinen Dorf jemand den Rauch sieht und dir zu Hilfe eilt. Katrin beendete ihre morgendliche Wanderung und beschloss, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Sie sah einen alten Jeep, der neben dem Wanderweg geparkt war. Während sie ihn bewunderte, tauchte ein riesiger Grizzlybär vor ihr auf. Der Bär schien erstmal nicht sonderlich an ihr interessiert zu sein, aber das konnte sich jeden Moment ändern. Auf dem Boden neben dem Jeep lag ein großer Schraubenzieher. Was kann sie tun, um sicherzustellen, dass der Bär kein Interesse an ihr hat? Sie kann den Benzintank mit dem Schraubenzieher durchstechen und sich in Benzin ertränken. Auf diese Weise wäre der Bär nicht so sehr an ihrem Geruch interessiert. Erik war beim Zelten und brauchte etwas Licht, um im Dunkeln zu sehen. Er griff in sein Zelt, aber seine Taschenlampe funktionierte irgendwie nicht und sein Handy hatte nur noch 10% Akku. Er schaute sich um und sah eine Flasche Wasser, eine leere Sandwichtüte, seine Wanderschuhe und ein Kissen. Was kann er tun, um mehr Licht zu erzeugen? Er kann sein Handy nehmen und es direkt neben die Wasserflasche legen. Das Wasser in der Flasche wird das Licht zerstreuen, wodurch es viel heller wird. Adrian und Jonas waren den ganzen Tag klettern, bis es schließlich Zeit war, nach Hause zu gehen. Nach einem langen Spaziergang durch den Wald, um zu ihrem Auto zu gelangen, stellten sie fest, dass sie sich total verlaufen hatten. Sie waren noch nie in diesen Wäldern gewesen und hatten keine Ahnung, was sie tun sollten. Was noch schlimmer war, Jonas brach vor Erschöpfung zusammen und konnte keinen weiteren Schritt mehr gehen. Adrian versuchte, ihn zu tragen, aber Jonas war zu schwer. Die Nacht brach an. Er versuchte, Hilfe zu rufen, aber beide Handys hatten keinen Empfang. Seine einzige Möglichkeit war es, loszulaufen und Hilfe zu suchen. Er überprüfte beide Ausrüstungstaschen und fand einen kleinen Hammer, ein paar Seile, einige stabile Schlösser und einen Gurt. Was sollte er tun? Adrian sollte den Gurt anlegen und alle Seile zu einem großen, langen Seil zusammenbinden. Dann sollte er ein Ende an Jonas und ein Ende an sein Geschirr binden. So kann er, wenn er sich im Wald verirrt, den Weg zurück zu Jonas finden. Das ist ein wirklich langes Seil. Noras Familie war den ganzen Tag unterwegs und sie wollte sie mit einem dreifachen Schoko-Himbeerkuchen überraschen. Gleich nachdem sie ihren Mixer eingesteckt hatte, hörte sie einen kleinen Knall, ein Zischen, dann gab es einen Kurzschluss und ihr kostbarer Mixer ging in Flammen auf. Ihr Handy war im anderen Zimmer. Schnell, hilf ihr! Sie muss verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten, während sie rübersprintet, um ihr Handy zu holen und Hilfe zu rufen. Was soll sie tun? Sie kann etwas Mehl nehmen und es über den Mixer schütten. Das wird das Feuer zähmen und ihr genug Zeit verschaffen, um Hilfe zu rufen. Ronny ging für einen kleinen Spaziergang in den Wald direkt hinter seinem Haus. Er hatte eine tolle Zeit, warf Steine gegen die Bäume und peng! Er warf einen Stein direkt in einen Bienenstock. Ein Schwarm Bienen flog heraus und begann ihn zu jagen. Sein Haus war zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich weit weg und es standen unzählige Büsche und Sträucher im Weg. Vor ihm lag ein riesiges offenes Feld mit einem tiefen See in der Mitte. Wohin sollte er gehen, um den wütenden Bienen zu entkommen? Ins Wasser zu springen, um vor einem Bienenschwarm zu flüchten, funktioniert nicht. Sie werden direkt über dir warten und dich stechen, wenn du auftauchst, um zu atmen. Der Trick ist, so weit wegzurennen, wie du kannst. Renne zum Haus und verschließ die Tür hinter dir, Ronny.